Lange Strecken mit dem Elektroauto sind gar kein Problem mehr heutzutage. In 5 Minuten lädst du unterwegs bis zu 100 Kilometer Reichweite, dank neuester Technologien. Das reicht ja kaum noch für eine Tasse Kaffee zwischendurch. Warum das so ist und wie das genau funktioniert, das erkläre ich dir jetzt. Du planst, mit deinem Elektroauto in den Urlaub zu fahren. Vielleicht möchtest du ja auch Freunde besuchen, die weiter weg wohnen. Oder, ganz wichtig, vielleicht musst du ja auch beruflich weite Strecken zurücklegen. Damit bist du nicht alleine, denn aktuelle Umfragen zeigen, dass neben dem Kaufpreis vor allem die Reichweite und Ladedauer bei Langstreckenfahrten entscheidend sind, wenn es um die Entscheidung für das richtige Elektroauto geht. Na, ist ja irgendwie auch logisch. Wer möchte schon auf längeren Fahrten ständig lange Pausen einlegen? Die gute Nachricht für dich, dank einer immer höheren Ladeleistung, die Elektroautos erreichen können und einer dazu passenden Schnellladeinfrastruktur, ist das Schnellladen von Elektroautos längst kein Ding mehr. Und das Beste dabei, die Entwicklung ist noch lange nicht am Ende. Ich erkläre dir in diesem Video, was Schnellladen genau bedeutet und wie du mit deinem Elektroauto natürlich immer, abhängig vom jeweiligen Modell, in gerade einmal 5 Minuten bis zu 100 Kilometer Reichweite nachlädst, damit du und dein Wagen schnell fit für die Langstrecke seid. Aber lass uns erstmal mit den Basics anfangen. Wie läuft das mit dem schnellen Laden und wie viel schneller ist es eigentlich? Oder anders gesagt, was bedeutet Schnellladen beim E-Auto? Wie es der Name schon vermuten lässt, lädst du dein Elektroauto an einer Schnellladesäule wesentlich schneller als einer normalen Ladesäule. Vorausgesetzt, dass dein Elektroauto Schnellladen unterstützt und über den entsprechenden Anschluss verfügt. Dazu später aber nochmal mehr. Aber was ist denn jetzt der Unterschied? Ganz einfach, eine normale Ladestation, auch AC-Ladestation genannt, erbringt eine Ladeleistung von bis zu 22 Kilowatt. AC steht für Alternating Current, also Strom, der die Richtung wechselt, sprich Wechselstrom. Das ist übrigens auch der Strom, der bei dir zu Hause aus der Steckdose kommt. Ein Schnellladepunkt, auch DC-Ladepunkt, das steht also für Direct Current oder zum Teil auch High Power Charger genannt, wird mit Gleichstrom betrieben und lädt deinen Wagen derzeit schon mit bis zu 300 kW an Ladepunkten der NBW und bald bestimmt noch viel schneller. Das ist schon ein ordentlicher Unterschied, was? Natürlich, mehr als 13 mal so viel. Übrigens, sobald die Ladestation eine Leistung von mindestens 50 kW hat, kann man schon von einer Schnellladestation sprechen. Bei einer Ladeleistung von 150 bis 350 kW wird zum Teil auch vom Ultraschnellladen gesprochen. Aber wie wirkt sich denn nun diese ganze Power auf die Ladedauer aus? Fest steht, dass du mit deinem Elektroauto an einer Schnellladestation wesentlich kürzer stehst als einer normalen Ladesäule. Natürlich nur, wenn dein Elektroauto Schnellladen unterstützt. Denn auch wenn ein Großteil der aktuellen Elektroautos über dieses Feature verfügt, ist das nicht bei allen Modellen der Fall. Elektroautos mit eher kleinerem Akku, wie der Renault Twingo Electric oder der Smart EQ 44 zum Beispiel, haben die Technik nicht an Bord. Warum auch? Der kleine 22 Kilowattstunden oder der 17,6 Kilowattstunden Akku ist auch an einem Normalladepunkt schnell geladen und benötigt dann gar keine Schnellladefunktion. Die Akkugröße spielt bei der Ladedauer also natürlich auch eine wichtige Rolle. Ein kleiner Akku hat weniger Kapazität und ist damit eine gleiche Ladeleistung angenommen, schneller voll als eine große Batterie. Macht Sinn. Daneben ist vor allem die Onboard-Ladetechnik deines Elektroautos entscheidend, also quasi stellt die den Flaschenhals dar, die darüber entscheidet, ob du an einem Schnellladepunkt deutlich schneller bist als an einem Normalladepunkt. Im Grunde genommen kann man das zugrunde liegende Prinzip ganz einfach mit zwei Trichtern und Wasser statt Strom erklären. Stellen wir uns zwei Elektroautos mit identischer Akkugröße vor, die jeweils an einem Schnellladepunkt mit gleicher Ladeleistung stehen. Das Bordladegerät des einen Fahrzeugs hat eine maximale Ladeleistung von 50 kW. Das andere Bordladegerät schafft bis zu 150 kW. Die Batterie ist mit 150 kW Ladung dreimal schneller voll als die mit 50 kW. Eigentlich ganz einfach auszurechnen. Um die Zeit der Ladung einschätzen zu können, muss man sich also immer die Ladeleistung in kW ansehen, die tatsächlich geladen wird. Also welcher Bordlader wurde verbaut und was bietet die Ladestation für eine Leistung? Wenn du zum Beispiel einen Audi e-tron mit 150 kW Bordlader an einer 11 kW Ladesäule lädst, dann benötigt eine Ladung rund 8,5 Stunden. An einer 150 kW Schnellladestation dauert der Ladevorgang dann nur noch ca.
25 Minuten. Beeindruckend, oder? Gerade auf der Langstrecke ist das Schnellladen natürlich ein besonders wichtiger Faktor. Je kürzer der Ladestopp, desto schneller bist du auch wieder auf der Straße. Wenn du mit deinem Elektroauto dann in den Urlaub fahren oder Freunde besuchen willst, die weiter weg wohnen, dann solltest du beim Kauf also nicht nur auf die Reichweite, sondern auch auf eine Schnellladefunktion mit hoher Ladeleistung achten. An einem Schnellladepunkt lässt sich der kürzere Ladevorgang deines Elektroautos hervorragend mit einer kleinen Pause verbinden. Das Normalladen ist dagegen dann sinnvoll, wenn dein Elektroauto sowieso rumsteht, wenn du arbeitest oder zum Beispiel, wenn du einkaufen gehst. Übrigens, im E-Auto-Finder der NBW findest du auch Informationen zur maximalen Ladeleistung der verschiedenen Elektroautos an einem Schnellladepunkt. Schau doch mal rein, Link ist in der Infobox. Darüber hinaus gibt es aber noch weitere Faktoren mit Einfluss auf die Ladedauer. Aber welche sind das? Ein weiterer wichtiger Punkt, der Einfluss auf die Ladeleistung und damit auch die Ladedauer deines Elektroautos hat, ist der Ladestand, der sogenannte SOC der Batterie, State of Charge. Man kann grob sagen, bis auf 80% lädt der Akku richtig schön schnell. Die letzten 20% laden sehr langsam, um eine lange Lebensdauer des Akkus und Sicherheit beim Laden zu gewährleisten. Stell dir mal ein leeres Theater vor, in dem die Gäste reingelassen werden. Die ersten 80% der Leute finden schnell einen Platz. Die letzten 20% suchen aber schon deutlich länger, um noch freie Plätze zu finden. Kurz gesagt, möchtest du, dass der Akku schnell auflädt, sollte der Akkustand zwischen 20% und 80% liegen. Mehr als 80% solltest du den Akku in einer Schnellladestation nicht laden, da das dann einfach unverhältnismäßig lange dauert. Weiteren Einfluss auf die Ladeleistung und damit auf die Ladezeit deiner Batterie hat die Temperatur. Um die Akkuzellen zu schonen, wird die Ladeleistung nämlich heruntergefahren, wenn die Batterie zu kalt oder zu warm ist. Und das ist besonders im Winter wichtig. Hier solltest du für einen möglichst effizienten Ladestopp am Schnellladepunkt bereits einige Kilometer gefahren sein, damit der Akku schön warm ist. Hilfreich ist auch, wenn das Elektroauto in der warmen Garage parkt. Immer mehr Elektroautos konditionieren den Akku auch vor, wenn man im Navi eine Schnellladestation einprogrammiert. Und dann gibt's noch ein wichtiges Detail, das neben der grundsätzlichen Ladeleistung deines Wagens entscheidend für die Ladedauer ist. Und zwar der Stecker, mit dem du dein Elektroauto an die Ladesäule anschließt. Schnellladen geht nämlich nur mit dem Standard CCS oder CHAdeMO. An einem Normalladepunkt kommt dagegen in aller Regel ein Typ-2-Stecker, also dieser hier zum Einsatz. Aber das ist ein Thema für ein anderes Video. Und zwar dieses hier. Und das ist richtig gut, also schau mal rein. Dass du dank Schnellladen deutlich kürzer an der Ladesäule stehst, habe ich dir ja schon erzählt. Aber welche E-Autos unterstützen besonders schnelles Schnellladen? Wie der oben genannte Audi e-tron Quattro gibt es weitere Elektroautos, die dank entsprechender Onboard-Technik extrem kurze Ladestopps einlegen. Fast so schnell wie das Tanken mit einem konventionellen Verbrenner. Einige Modelle kannst du für eine Reichweite von bis zu 100 Kilometern in gerade einmal 5 Minuten laden. Also genau das Richtige für alle, die es eilig haben. So, jetzt habe ich dir ganz schön viel zu Kilowattsteckern und Ladesäulen erzählt. Aber wie sieht es eigentlich aus mit Schnellladen bei der NBW heute und in Zukunft? Also, ohne jetzt auf dicke Hose machen zu wollen, aber im NBW Hypernetz können AutofahrerInnen an mehr als 300.000 Ladepunkten in 17 Ländern laden. Auch die NBW baut ihr eigenes Schnellladenetz immer weiter aus und betreibt heute schon das größte Schnellladenetz in Deutschland. Bis 2025 sollen es bundesweit 2500 Schnellladestandorte sein. Die NBW betreibt alle ihre Ladestandorte mit 100% Ökostrom. Die Schnellladestationen und natürlich auch alle anderen Ladepunkte der NBW und ihrer Partner im NBW Hypernetz findest du übrigens ganz einfach mit der NBW Mobility Plus App. Und das Beste dabei, das Aufladen im kompletten NBW Hypernetz gibt es immer zu einheitlichen Ladepreisen. Weitere Infos zur App und zu den Angeboten der NBW habe ich dir auch in der Infobox verlinkt. Mein Fazit. Lange Strecken sind mit dem Elektroauto heute überhaupt kein Problem mehr. Es gibt schon richtig viele Schnellladestationen und mit einem Elektroauto mit einer hohen Ladeleistung seid ihr auch schnell wieder unterwegs. Und mein ganz persönlicher Erfahrungswert ist, diese Zwangspausen sind was Schönes, die entschleunigen und man kommt viel entspannter am Ziel an.
So, das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, dass du beim Thema Schnellladen nun den vollen Durchblick hast. Bei Fragen zum Thema hinterlass uns auch gerne mal einen Kommentar unterhalb des Videos. Ansonsten freue ich mich natürlich immer über einen Like und beim Abonnieren nicht vergessen, die Glocke zu klingeln, damit du keine Folge mehr verpasst. Bis zur nächsten Folge. Schnellladen beim entscheidend, also die stellt quasi... Ha, 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 ha.